Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. No, Sequenzen. Lena, was ist mit dir? Der Windkristall ist zerstört. Im Vergleich zu früher hat sich der Wind bisher ja lediglich abgeschwächt. Aber bald wird er komplett aufhören zu wehen. Und in ein paar Jahren werden die Lüfte stillstehen. Und es werden keine Vögel mehr am Himmel zu sehen sein. Ist das so? Vater hat gesagt, wir müssen die drei verbleibenden Kristalle beschützen. Drei Kristalle? Ja, die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde. Falls sie auszerstört werden würden, dann... Zunächst einmal würde nichts passieren, aber nicht lange und das Land verfällt, die Meere verschmutzen und die Flüsse versiegen. Das Feuer verliert seine Hitze und die Welt wird zu einem dunklen und kalten Ort verkommen. Die Welt würde unbewohnbar werden. Oh. Wir müssen die Kristalle beschützen! Oh Gott. Hat das etwa irgendwelche Erinnerungen zurückgebracht? Es tut mir leid. I'm sorry. Das nicht! Macht aber nichts. Ich fühle mich trotzdem dazu berufen. Gut gesprochen, alter Mann. Ich schließe mich an. Ganz klar. Und wir müssen ja immer noch Lenas Vater finden. König Taiku? Aber er hat sich doch quasi in Luft aufgelöst. Er ist noch am Leben. Ich kann es fühlen. Und ihr dürft die Hoffnung auch nicht aufgeben. Okay. Bartz, wirst du mit uns kommen? Alles, was ich wollte, war eigentlich die Welt zu bereisen. Aber jetzt, wo ich euch alle hier so sehe... Die Kristallsplitter... Uns würde eine besondere Kraft zuteil und die Welt vor diesem Unheil zu bewahren. Die Kraft des Windkristalls. Also gut, ich bin dabei. Wir haben ein paar Kristalle zu beschützen. Ganz genau, worauf warten wir noch? Ach schön. Kehr aber mal zurück, weil... Was ist mit meinem Schokobo, mit Boko? War nicht hier eine Piratenhöhle? Oder war sie hier? Wo bin ich? Ich speichere mal. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei jetzt. Dass gleich ein Gegner kommt, der mich one-hitten wird oder so. Na, Goblin. So, was ist für eine Höhle hier? Killerbiene. Goblin. Okay. Bartz ist im Beruf aufgestiegen. Sondieren erlernt. Schutz erlernt. Gänge finden erlernt. Okay. Das sind halt die Fähigkeiten. Die können wir hier reinpacken. Die LP eines Gegners herausfinden. Okay. Haben wir mal drin, aber ich glaube, das bringt nichts, weil wir müssen jetzt ausrüsten. Weil dieser Fähigkeitsslot, ne? Der ist eigentlich nur dafür da. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt einen Beruf wechseln, dann könnten wir jetzt sondieren reinmachen. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Man kann ein bisschen so die Berufe mischen, sage ich mal. Man kann eine coole Fähigkeit aus diesem Beruf für deinen Charakter nehmen. So, haben wir hier ja Schutz. Der Ritter. Nehmen einfach mal rein, aber es bringt, glaube ich, nichts.
da Gänge finden. Aber wir können ja schon Gänge finden. Das ist halt so. So. Was haben wir denn hier jetzt? Was? Das sind doch Bokus Fußabdrücke. Er ist uns doch wohl nicht etwa in die Höhle gefolgt. Ja, sofort dem Bok hinterher. Hallo? Was ist das, ein Stahlflatterer? Alter, ey. Schön angreifen hier. Der Blaumeige, er sieht so ein bisschen so aus wie hier, Kenner Batman und Robin. Irgendwie wie so ein blauer Robin. Wann habe ich ihn aufgenommen? Ich glaube, das war vor 7 Minuten. Ich schätze es einfach mal, also ja. Weiß ungefähr, was ich machen, wie lange ich es aufnehmen soll. So. Oh, die ganzen Gegner hier. Aber das ist super, weil man muss hier grinden. Das ist einfach ein Final Fantasy und man muss in diesem Teil besonders viel grinden, hab's das Gefühl. Okay, hier ist kein Boko. So. Ich will nur mein Schokopo holen, ne? Beruf aufgeschrieben, Kraft erlernt. Was bewirkt Kraft? Beruf? Ne, Fähigkeit. Ups. So. Kraft. Kräfte sammeln für eine Attacke mit doppelter Angriffskraft. Ich glaube, die mit einem Ausrufezeichen. Ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Ich glaube, die Sachen mit den Ausrufezeichen, das sind einfach so Kommandos. Die, glaube ich, würde ich so nicht haben. Moment. Warte mal. Jetzt drücken wir den Knopf hier. Nehmen Sie mal besser das hier mit. Oh, 8 Potions. Geil. Hat sich gelohnt hier. Wir packen dieses querschreiende Geflügel in ein Bett und kümmern uns um seine Wunden. Was? Wunden? Oh, oh Gott! Boko! Oh, er ist verletzt! Er lag K.O. in der Höhle, also haben wir ihn hergebracht. Aber er wird schaffen. Schließlich kümmere ich mich ja um ihn. Oh, Boko. Oh, bitte, Sie müssen ihnen helfen. Oh, oh, Boko. Er ist bei mir in den besten Händen. Oh, bin traurig. Ich bin ein Pirat, aber ich werde sowas von seekrank. Schon komisch, was? Ja, du bist ein komischer Pirat. Captain is a Lee. Oh Gott. Oh Gott. Wir halten hier die Stellung, solange der Captain weg ist. Dieses Beben müssen den Weg von draußen zu unserer Höhle freigelegt haben. Aro, wir sind Piraten und wir tun, was uns gefällt. Super. Freut mich. Dieses Beben? Was ich gedrückt habe? Warte mal, drück mal nochmal. Weil die eine Wand sah schon sehr danach aus. Nee, es geht nicht mehr. Hä? Nee? Wir müssen verarschen. Ich meine, guckt euch mal bitte diese Wand an. Diese Stelle da ist doch was. Nee, gar nichts. Was ist in der linken Hütte? Ist da vielleicht was? Komm schon. Ah,
Das habe ich ja geöffnet. Ether gefunden. Nice. Zelt erhalten. 300 Gül. Na schön. Bisschen was bekommen. Alles klar. Wir beschützen das Versteck. Ist doch Ehrensache. Na, guter Mann. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg hier zurückrennen, aber egal. Werden wir überleben. Ich meine, wir müssen uns um unser Schokobo kümmern. Das ist natürlich klar. Tada. Ja, und mal sehen, was ich noch so aufnehmen werde. In meinem Kopf schießen so ein paar Projekte. Wie zum Beispiel, ich will irgendwann mit Dragon Ball Z, aber ich habe von RPGs gehört mit Dragon Ball Z. Das ist für. Oh Gott. Oh Gott, für was war es nochmal? Also für eine sehr alte Konsole. Oder für einen Famicom? Ich muss mal informieren. Das sah schon sehr cool aus und ja, vielleicht werde ich das LP'n mal sehen. Sonst eigentlich halt die Super Nintendo Klassiker oder den RPGs halt Secret of Mana, Lufia 2, ein bisschen mal Richtung Classic gehen auch. Machen ja auch Spaß, solche Games. Also, Lufia hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sonst natürlich den Final Fantasy Weg gehen. Also, mit Final Fantasy 4 bin ich noch ungewiss, aber den 6er, der wird auf jeden Fall auch gemacht. Weil ich werde schon jetzt ein bisschen mehr Freizeit haben. Also, hoffe ich. Denke ich mal. Und ich habe eigentlich Bock, jetzt mal Rissig mal zu LP'n wieder. Mal Rissig viel Arbeit in mein Projekt zu stecken. Ach ja, ich weiß schon, was ich LP'n werde. Nämlich Pokémon Feuerrot. Mal ein bisschen in Pokémon-Schiene reingehen, mal Pokémon Feuerrot, dann mal Kristall. Ja, das wird, glaube ich, Spaß machen. Mal so die ersten drei Generationen, die können auf jeden Fall locker LP'n. Also was ist denn hier? Ich glaube hier ist nur Wüste, ne? Wo zum Geier hast du denn den Schlüssel her? Spielt das eine Rolle? Lasst uns weiter. Oh, jetzt habe ich die Stimme von Galdouf ganz anders gemacht. Ich habe ja YouTube wieder ein bisschen so verfolgt. Ich glaube, es ist schon ein Monat, habe ich wieder Internet. Ich habe es halt YouTube auch so verfolgt und alles nur. Und ich muss sagen. Also man merkt, dass sich die Leute allesamt verändern und es wenig Lichtblicke für mich gibt. Im Moment ist es so Rocket Beans ist für mich das Beste im Moment. Peachmeat kann man sich auch ganz geil reinziehen. Sonst halt, ja, halt meine LOL-Sachen wie Hand of Blood oder Maxim, Let's Read a Small Book. Die sind auch immer ganz gut. Hey, was ist das? Oh nein, das Monster. Donald der Typhoon, das Ruder reagiert nicht. Nun lässt die besser schnell was einfallen. Wir werden nämlich in den Strudel gezogen. Angehalten.
Was ist los? Obdacht! Obacht! Obdacht! Scheiße! Obacht! Wir kriegen Gesellschaft! Kalabos! Oh, das war ein Konter! So. Schlägst einfach mal zu. Oh, du machst so viel Schaden. Okay. Er hat schon ein bisschen LP. Oh Gott! Pausen gestohlen. Einfach mal angreifen. Und klauen. Nix steht was vorhanden. Okay, nur eine Potion. Okay, Blaumagier Bartz hat's gemacht. Juhu. Oh, FFP bekommen. Bartz ist im Ruf aufgestiegen. Lernen erlernt. Fliehen erlernt. Oh Gott, der Drache! Wieso opfern sich alle Leute? Syldra! Bin mir sicher, sie ist okay. Sie ist eine Kämpferin, das weißt du doch am besten. Syldra! Oh. Weg da, lasst mir's los! Ich sagte, lasst mich los! Syldra! Oh. Toter Drache. Wie geht es Fares? Bescheiden. Es wäre wohl das Beste, wenn ihr ihn ein Weilchen in Ruhe lassen. Ihn? Ihr beide wisst doch ganz genau. Das Schiff wird von der Strömung getrieben. Lässt einen grübeln, wo wir wohl landen werden. Fares, Syldra ist bestimmt noch am Leben. Irgendwo da draußen. Stimmt, wir haben ja keinen Wind mehr, ne? Wir haben ja keinen Wind und der Drache ist nicht da, der uns getrieben hat. Stimmt, wir treiben jetzt einfach nur so. Oh, das habe ich voll vergessen. Hast du gerade Galuf gesagt? Oh, lol. Wo sind wir? Was ist das hier? Der Schiffsfriedhof. Sieh sofort. Endstation für rangierte und havenerierte Schiffe. Und ein regelrechtes Nest von Untoten. Brrr, Grund genug, hier schnell wieder abzuhauen. Okay. Wie gehen wir hier nach unten? Wir können hier schlafen, oder? Uns heilen? Ausruhen. Ja, jawohl. Gerne. Natürlich, der alte Sack schläft, ne? Und die... Okay, die jungen Leute können sitzen, im Sitzen schlafen. Okay. So, Fähigkeit. Lernen. Das ist Spezialfähigkeit von Monstern aneignen. Kann das jetzt?
Ich glaube, ich werde den Part auch jetzt beenden halten, ne? Weil ist schon ganz schön lange her, dass ich geschnitten habe. Auf jeden Fall werde ich dann mal gucken, was und wie er wohl lernen kann, ne? Weil, oder? Meinst du das? Ja, das mach ich einmal kurz. Einmal mal kurz drüber gucken. Auf jeden Fall, Leute, haut rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.